Servus Leute, ich grüße euch recht herzlich zu meinem neuen Video. Heute bin ich mal nicht mit der Actioncam unterwegs, habe die zu Hause gelassen, sondern mache alles mit dem Smartphone, hauptsächlich Bilder. Ich bin unterwegs auf der 9. Etappe, das ist die letzte Etappe des Mittelweges, der von der Goldstadt Pforzheim im Schwäbischen bis runter an die Schweizer Grenze nach Valsutingen an den Hochrhein führt. Ich habe mich von Häusern heute Vormittag, das liegt etwa 8 Kilometer südlich vom Schluchsee, mit dem Bus bis nach Valsutingen ans Krankenhaus fahren lassen. Dort bin ich dann ausgestiegen, habe mich dann erstmal ein bisschen orientieren müssen. Es ging auf jeden Fall erstmal steil bergauf. Ich war auf dem Hotzenwald-Querweg unterwegs, zu erkennen an der schwarz-weiß aufgeteilten Raute auf gelbem Grund. Habe den Mittelweg noch nicht ganz erreicht. Bin jetzt kurz vor Kilometer 3,5 und ja, habe mein GPS-Gerät rausgeholt. Alles werden dann wohl einige Kilometer mehr als nur die knapp 25, so wie es dran stand, weil ich mich jetzt wieder erstmal Richtung Osten orientieren musste. Aber ich denke, das geht gut. Also ich komme der Linie immer näher, die mir den Weg zeigt Richtung Häusern. Und somit wird es heute also mehr eine Bilderserie geben zu dieser Wanderung. Jetzt komme ich wieder auf den Querweg und es geht wieder schön bergauf. Also viel Spaß mit der bebilderten Show zu meiner Etappe Richtung Häusern. Ja, jetzt bin ich unterwegs zwischen Kilometer 5 und 6, aber mit dem Mittelweg wird es nichts werden. Dafür ist die Entfernung dann doch noch zu groß in östlicher Richtung. Und zumindest habe ich ja den Hinweis, dass es bis Höchenschwand noch 14 Kilometer sind. Das stand vorhin noch dran bei der einen Kapelle, wo ich unterwegs war. Bin jetzt hier an vielen Maisfeldern vorbeigekommen, auf einem asphaltierten Weg. Folge jetzt der gelben Raute und die bringt mich schon mal grob in nördliche Richtung. Also keine Tour direkt auf der 9. Etappe des Mittelweges nach Häusern. Aber wenn ich dann in Höchenschwand angekommen bin später, dann wird die Gemeinde Häusern auch dran stehen. Denn von da sind es ja nur noch wenige Kilometer bis dorthin. Und dort habe ich ja mein Auto stehen. Und hier der Blick zurück. In südlicher Richtung alles sehr wolkenverhangen, Richtung Schweiz runter hier, diese Ecke. Und bis jetzt auf der ganzen Strecke niemand getroffen, außer in der Ferne ein Bauer mit seinem Traktor, der den Weg gekreuzt hat. Ansonsten ist man hier wirklich wahnsinnig alleine für sich, kann da ja ganz entspannt die Kilometer abspulen, hat wirklich seine Ruhe. Und es ist angenehm von den Temperaturen, also auf keinen Fall zu warm. Ein schöner Wind geht. Und wo ich in Häusern heute Vormittag angekommen war, hat es nur 14 Grad, glaubt man gar nicht. Aber das liegt ja auch so um die, ich schätze, ca. 900 Meter hoch. In Höchenschwand bin ich sogar etwa 1000 Meter hoch. Der höchste heilklimatische Kurort von Deutschland. Ja, dann geht's mal weiter. Werde ich euch noch ein paar Bilder von der Strecke hier präsentieren. Thank you.
Leute, das war's dann mit der etwas längeren Tour von Waldshut-Hiengen nach Häusern. Bin jetzt vor Höchenschwand links abgebogen. Da stand dann das erste Mal die Ortschaft Häusern dran, noch 6,5 Kilometer. Dann habe ich eine kleine Straße überqueren dürfen. Dann ging es einige Kilometer, so wie hier jetzt, auf einem breiten Forstweg durch den Wald. Und jetzt sind es noch knapp 2 Kilometer, bis ich dann in Häusern angekommen bin. Ich habe jetzt schon 23,3 Kilometer auf der Uhr. Hat sich dann doch noch ganz schön gezogen am Schluss, die Strecke. Also Höchenschwand bin ich umgangen. Da bin ich nicht direkt durch, weil ja dann eben die Ortschaft Häusern dran stand. Und da habe ich mich daran orientiert. Somit vielen Dank fürs Begleiten. Ich denke, ich konnte euch ein paar kleine Eindrücke von der Strecke schildern durch Bilder. Auch mal schön, denke ich. Ja, macht's gut. Bis demnächst wieder auf meinem Kanal. Und tschüss.